Ja, meine Damen und Herren, die Ministerin hat vorhin, die übrigens, ich beneide Sie um eine so sympathische Ministerin, das würden wir, hätten wir in Deutschland auch gerne. Sie hat vorhin einen Satz gesagt, dass das Umdenken einerseits Not tut, andererseits besonders schwierig ist. Und ich glaube, sie hat sich auch selber mit einbezogen in diese schwierige Aufgabe. Ich will heute Nachmittag zu Ihnen nicht nur über das individuelle Umdenken, das wir uns zumuten müssen, wenn wir offen sein wollen für neue Problemlösungen, sondern ich will über das institutionelle Umdenken sprechen. Also darüber, dass Organisationen, solche, die Sie leiten, Schulen, auch andere Organisationen, als Institutionen denken. Also die Institution denkt und sie denkt mit uns, die wir Mitglieder dieser Organisationen sind. Oder wir denken in diesen Organisationen oder in diesen Institutionen. Und ich will versuchen, Ihnen diesen Gedanken jetzt im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde etwas näher zu bringen. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind die immer wieder in statistischen Untersuchungen berichteten Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung entlang von bestimmten Gruppenmerkmalen. Also das war ursprünglich in der jüngeren Geschichte, war das die Differenz zwischen Jungen und Mädchen. Es war die Differenz zwischen Stadt und Land. Und jetzt aktuell ist es immer wieder die Differenz zwischen Migrationshintergrund, ja oder nein. Und wir sind darauf nicht erst aufmerksam geworden durch die PISA-Studien, die ab dem Jahr 2000 immer wieder, gerade für den deutschsprachigen Raum, solche Ungleichheiten berichtet haben. Und zwar, wie ich nach wie vor finde, dramatische Ungleichheiten, auch wenn man sagen kann, verglichen mit den 70er oder 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich schon vieles verbessert, aber insgesamt haben wir immer noch eine deutliche Differenz zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, wobei die soziale Herkunft eben auch da dann eine besondere Rolle spielt. Wenn man sich solche Zahlen anguckt, kommt man zunächst mal auf die Idee zu sagen, ja, eigentlich ist das nicht überraschend. Die Schule ist eine Selektions- oder eine Sortiermaschine. Das ist ihr Auftrag seit dem 18., 19. Jahrhundert, als die Gesellschaft von einer ständischen Gesellschaft sich umgestellt hat auf eine Leistungsgesellschaft. Und als die Frage sich stellte, wie soll denn nun in Zukunft der soziale Status und die soziale Positionierung in einer Gesellschaft stattfinden, seitdem haben wir Schulen, die genau diesen Auftrag haben, Selektion vorzunehmen und Allokation, also Positionszuschreibungen vorzunehmen. Aber zugleich hat die Schule spätestens seit der Französischen Revolution als Gleichheit, als ein hoher Wert moderner Gesellschaften etabliert worden ist, auch die Aufgabe der Integration und der Inklusion in moderne Gesellschaften. Sie kennen alle die seither immer wieder benutzte Parole Chancen, Gleichheit für alle. Und es geht im Grunde darum, dass zusätzlich zu dieser Selektionsaufgabe der Schule normativ hinzugefügt worden ist der Anspruch, das soll leistungsgerecht und das soll herkunftsabhängig sein. Und genau an der Stelle stehen wir, dass wir immer wieder feststellen, die Herkunftsabhängigkeit, die Herkunftsunabhängigkeit, so muss ich sagen, des Schulerfolgs ist nach wie vor nicht gegeben. Und damit stehen wir sozusagen vor der Frage, wie können wir dieser Organisation, die als Selektions- und Allokationsmaschine sozusagen begründet und aufgebaut worden ist, wie können wir der beibringen,
leistungsgerecht und vor allen Dingen herkunftsunabhängig diese Positionen zuzuweisen. Es ist also ein normativer Anspruch, der, und das ist vielleicht eine noch weitere notwendige Vorbemerkung, der auf einer Gerechtigkeitsvorstellung aufruht, die selbst in sich nochmal widersprüchlich gebaut ist. Denn Gerechtigkeit ist ja nicht eine Wahrheit oder eine Realität, sondern Gerechtigkeit ist ein Wert, eine Zielvorstellung. Und die hat schon seit der Antike, seit Aristoteles, zwei Seiten, zwei Aspekte, beziehungsweise zwei, man kann fast sagen, zwei widersprüchliche Bedeutungsgehalte. Nämlich es gibt einmal die egalitäre Gerechtigkeit, die mit der vereinfacht gesprochen auf die Formel zu bringen ist, allen das Gleiche. Das ist gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen. Und gleichzeitig aber steht ein zweiter Gerechtigkeitsbegriff im Raum, auch schon bei Aristoteles, jedem das Seine. Eine Parole, die die Nazis verbogen haben. Aber auch dieses Prinzip der differenziellen Gerechtigkeit, also jeder muss das kriegen, was er braucht, um Anschluss zu finden, um integriert werden zu können in die Gesellschaft. Das sind zwei Prinzipien. Und Sie sehen schon, das ist genau die Differenzlinie, an der sich solche Auseinandersetzungen entzünden, die nachher auch in der Rede über die Gleichheit und die Gerechtigkeit eine Rolle spielen werden. Ja, wenn man versucht, die immer wieder statistisch gemessenen Differenzen in der Bildungsbeteiligung sich zu erklären, dann stößt man zunächst mal auf wiederum eine Unterscheidung, die uns zwei Optionen lässt, nämlich wir können entweder diese Effekte, diese statistischen Effekte, die wir beobachten, als Folge von Selbstselektion beschreiben. Das heißt, diejenigen, die keinen Erfolg im Bildungsbereich haben, haben selber diese Entscheidung getroffen, indem sie zum Beispiel sich nicht angestrengt haben oder wo die Eltern sich nicht drum gekümmert haben oder wo die entsprechenden Voraussetzungen in der Begabung nicht vorhanden sind. So dass also jedenfalls, oder wo man sich ausgerechnet hat, das hat keinen besonderen Erfolgssinn, wir fangen gar nicht erst an, den Anspruch zu erheben und so weiter. Also alles Überlegungen, die sagen, diejenigen, die im Schulsystem nicht erfolgreich sind, haben selbst diese Entscheidung getroffen und werden auf diese Weise eben dann auch eben nicht erfolgreich sein. Dagegen auf dem anderen Extrem steht die These der Fremdselektion, also das heißt, die Organisationen, die über die Zuteilung von Erfolg oder Misserfolg zu entscheiden haben, machen diese Unterschiede und stellen diese Effekte her. Das heißt also Selektionsentscheidungen entlang von Gruppenzugehörigkeit und so weiter, das, was wir nachher im Zusammenhang mit dem Diskriminierungsthema noch behandeln werden. Also entweder Selbstselektion oder Fremdselektion im Sinne entlang von Kriterien, die die Organisation Schule, die zum Beispiel, da komme ich auch gleich noch drauf, Normalitätserwartungen an ihre Klientel, an die Kinder, an die Schüler hat. Und wenn man davon abweicht, dann werden diese entsprechend genutzt, um Unterscheidungen zu treffen. Das Interessante ist nun, dass 80% der derzeit in diesem Feld der Bildungsbeteiligung vorliegenden Forschung, das ist jetzt eine Schätzung von mir, aber 80% der Forschung beschäftigt sich mit Selbstselektion. Also wir wissen ganz viel über Spracherwerbsprobleme, über Defizite in der Familiensozialisation, über Lernhindernisse und so weiter. Und wir wissen, wir haben ganz viele Untersuchungen, die das Wahlverhalten der Eltern
untersuchen, das Entscheidungsverhalten der Eltern untersuchen, aber wir haben ganz wenige Untersuchungen, ausnahmsweise nur Untersuchungen, die sich mit dem Thema Fremdselektion und beschäftigen, also mit der Frage, wie die Organisationen, die diese Entscheidungen zu verantworten haben, wie die das machen und wie das zustande kommt. Unterstützt wird die Tatsache, dass wir überwiegend Untersuchungen zur Selbstselektion haben, durch eine öffentliche Meinung, die ihrerseits, also Medien, Presse, Fernsehen, die ihrerseits immer wieder die These aufstellt, dass oder reproduziert, dass die Entscheidungen und das Wahlverhalten der Eltern und die Anstrengungsbereitschaft eben auf Seiten der Familien letzten Endes zu diesen Ergebnissen führen. Ich komme darauf noch zurück, weil das in dem Begriff des Migrationshintergrundes mittlerweile eine ganz besondere Ausprägung angenommen hat. Sie haben eben schon gesehen, dass ich eine Untersuchung gemacht habe über institutionelle Diskriminierung. Wir haben, als wir angefangen haben, uns die Frage vorzulegen, wie kann man sich die andauernde Differenz entlang der Unterscheidung, früher hat man Ausländerkinder gesagt, dann hat man Migrantenkinder gesagt, heute sagt man mit Migrationshintergrund, wie kann man sich diese Unterschiede erklären, vor allen Dingen, wie kann man erklären, wie sie zustande kommen, weil man hat diese Statistiken, da hat man Korrelationen, aber man weiß noch nicht, wie diese Korrelationen, diese statistischen Effekte eigentlich zustande kommen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht, wir haben einen Perspektivenwechsel insofern vorgenommen, als wir uns in eine Position begeben haben, der Beobachtung zweiter Ordnung, und haben beobachtet, wie die Organisationen, also die Schulen, die diese Entscheidungen treffen, Selektionsentscheidungen, die sind ja durch das ganze Schulsystem von Anfang an angelegt. Also Sie können sagen, schon bei der Einschulung wird festgestellt, ob ein Kind schulfähig ist oder nicht schulfähig ist. Und bereits da haben wir statistisch die Differenz, dass signifikant häufiger, meist also in Deutschland doppelt so häufig, Kinder mit Migrationshintergrund als nicht schulfähig beschrieben werden. Wobei Schulfähigkeit, wie Sie leicht erkennen werden, natürlich eine Eigenschaft ist, die man nur aus der Perspektive der Schule auf die Kinder haben kann. So wie Lernbehinderung, um das, was später noch kommt, eine Krankheit ist, die man sich nur in der Schule zuziehen kann. Nirgendwo sonst. Ja, und das geht über die ganze Schulzeit weiter. Bei der Einschulung Differenz, also erhebliche Differenz. Doppelt so viele Kinder in der einen Kategorie wie in der anderen Kategorie. Bei jeder Entscheidungsstelle, die dann im Laufe der Schulzeit vorkommt, Versetzungen, Überweisungen auf, bis jetzt jedenfalls, bevor die Inklusionsdebatte richtig losgegangen ist, Überweisungen auf Sonderschulen. Dann nach der Grundschule Übergang in die weiterführenden Schulen. Dann wieder Versetzungen, dann die Möglichkeit beim dem mehrgliedrigen Schulsystem der Abstufung, also der Feststellung, das Kind gehört hier nicht auf diese Schulform, es kommt auf eine andere. Und zwar immer auf eine nächstniedrige. Dann beim Übergang von der Sekundarschule Stufe 1 in die Oberstufe. Nochmal, überall an diesen Stellen gibt es signifikante und notorische Differenzen bezogen auf diese Gruppierung. Und wenn man das versuchen will zu erklären, dann, wie gesagt, kommt man mit Korrelationen nicht weiter, sondern man muss versuchen, auf die Dynamik dieser Entscheidungspraxis zu kommen. Und deshalb haben wir beschlossen, sozusagen aus der Position Beobachtung zweiter Ordnung die Entscheider, die in den Schulen diese Entscheidungen treffen, die dazu auch legitimiert sind, die Entscheider zu beobachten, was sie da tun und wie sie das tun. Und das war dann
eine Untersuchung, die, vorhin haben Sie das schon gesehen, die wir in Bielefeld, damals war ich an der Universität in Bielefeld beschäftigt, in der Stadt Bielefeld gemacht haben, wo wir alle da 45 Grundschulen und die Übergänge in weiterführende Schulen untersucht haben, und zwar nach einem einfachen Muster. Wir haben zunächst die Statistiken, die von den Schulen selbst produzierten Statistiken über Aufnahmeverhalten, Versetzungsverhalten, Überweisungsverhalten auf weiterführende Schulen oder auf Sonderschulen, die Statistiken über einen längeren Zeitraum betrachtet, also Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, und haben dann in dieser Schullandschaft der Stadt Bielefeld entsprechende Auffälligkeiten, Differenzen zwischen den Schulen beobachtet und haben diese Differenzen dann zum Anlass genommen, um zu sagen, dann wollen wir uns in der einen oder in der anderen Schule mal genauer umsehen, haben dann die Schulen mit diesen Daten versorgt und haben versucht, mit dem Leitungspersonal rekonstruktiv zu erörtern, wie kommen solche Entscheidungen zustande, was ist sozusagen das, der Hintergrund. Ich bin ganz stolz darauf, darf ich hier auch mal sagen, dass mit einer Verzögerung von 10 Jahren die allgemeine Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin 2013 ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Sie sehen, in Erfüllung der Aufgaben, die EU-Richtlinie von 2000 der Bundesregierung aufgegeben hatte. Und in dieser Antidiskriminierungsrichtlinie kommt eben nicht nur der Arbeitsmarkt vor, kommt nicht nur Frauen, Berufsbeteiligung und sowas vor, sondern, oder religiöse und sonstige Diskriminierung, sondern es kommt auch das Stichwort Bildung vor. Nur interessanterweise steht das ganz nackt da. Da steht nur Bildung. Und so wie Österreich auch, ist die Bundesrepublik noch anders als Österreich ein föderales System. Und die Bundesregierung ist nicht zuständig für Bildung, und dann hat sich auch erstmal da nichts getan. Und die Länder ihrerseits haben sich gehütet, sozusagen von sich aus dieses Thema aufzugreifen, weil man sich dann ja nur zusätzliche Probleme ins Haus holt. Also haben sie das Thema ruhen lassen. Und es gibt bis jetzt nur ein oder zwei Bundesländer, in denen überhaupt das Thema Bildung in die Schulgesetzgebung Einzug gehalten hat. Bisher ist das überall völlig sozusagen bleibt unbeachtet. Nun hat die Antidiskriminierungsstelle immerhin dieses Thema auf die Tagesordnung gehoben und hat als wesentliche Referenz unsere Bielefelder Studie benutzt. Ja, damit käme ich zum Versuch, begrifflich einzugrenzen, was eigentlich institutionelle Diskriminierung in meinem oder in unserem Verständnis heißen kann und heißen soll, und will Ihnen zunächst eine ganz einfache Definition hier anbieten, nämlich zu sagen, es ist eine Unterscheidungspraxis. Die Praxis des Unterscheidens in Schulen, so wie die Praxis des Unterscheidens in Unternehmen bezogen auf die Frage, wen stellt man ein, wen stellt man nicht ein, und in anderen Einrichtungen auch. In der Schule ist es die Praxis der Unterscheidung, die entlang von Regeln und Gewohnheiten erfolgt, die das Personal der Organisation instruieren. Und dieses Regelwissen, diese Gewohnheiten sind tief in die Institutionen eingeschrieben und bestimmen die Organisationsweisen. Damit will ich schon sagen, schon an dieser Stelle sagen, dies ist personenunabhängiges Wissen. Wir reden, wenn wir über institutionelle Diskriminierung reden, nicht über individuelle Vorurteile,
Wir reden nicht über falsches Bewusstsein, wir reden nicht über Ideologie. Oder jedenfalls nicht über Ideologie im Sinne von handlungsleitendem Wissen. Sondern wir reden darüber, dass in Organisationen bestimmte Wissenshaushalte eben institutionalisiert sind und für die Beteiligten, die in der Organisation Mitglied werden wollen, verbindlich sind. Also wenn man sich vorstellt, wie wird man Organisationsmitglied, dann tritt man sozusagen auch einer bestimmten Denk- und Handlungsweise, einer bestimmten Praxis bei. Das ist der Grund, warum man zum Beispiel im Lehramt erstmal zwei Jahre, in Deutschland zwei Jahre Referendariat hat, um entsprechend einzuüben, wie hat man sich in dieser Organisation zu verhalten. Und mir geht es darum zu zeigen, dass diese Denkweisen überindividuell sind und sozusagen gleichsam unbewusst unser Denken und Handeln strukturieren. Wie haben wir das rausgefunden? Wir haben das gemacht, indem wir die beteiligten Entscheider, also etwa Rektorinnen, Rektoren in den Schulen, gefragt haben, wie erklären Sie, wie begründen Sie die Tatsache, dass eben zum Beispiel immer häufig türkische Jungen die schlechten Karten in der Schule ziehen und haben dann festgestellt, dass wir über individuelle Argumentationsmuster gefunden haben. Die waren von über die Schulen verteilt und über die Personen verteilt, immer die gleichen. Also da ist nichts. Das ist ein bisschen ernüchternd, wenn man das für sich selber sich klar macht. Aber da ist nichts, was sozusagen einem individuell zuzurechnen ist, sondern das ist überindividuelles Wissen, was da in diesen Zusammenhängen einer solchen Organisation reproduziert und benutzt wird. Warum wird es benutzt? Weil wenn man so argumentiert, im Kontext der institutionellen Unterscheidungspraxis und der Regeln und Gewohnheiten, dann weiß man, dass man nicht aufläuft. Dann weiß man, dass man nicht aneckt. Dann weiß man, dass man sozusagen nicht auffällig wird. Also die These ist, dass wenn wir über institutionelle Diskriminierung reden, wir nicht über abweichendes Verhalten reden. Also wie gesagt, böswillige Diskriminierung im Sinne von Vorurteilen, auch rassistischen Vorurteilen, also das gibt es natürlich. Aber es gibt es in einer Organisation wie der Schule allenfalls ausnahmsweise, weil die Professionalität und die ganze Organisationskultur und Struktur so angelegt ist, dass man da von vornherein eine bestimmte Personalauswahl auch hat. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass dieses individuelle Element der Diskriminierung, dass es auch geben mag, dass das allenfalls die Ausnahme ist. Das können Sie aber vielleicht besser beurteilen. Sondern was das Problem ist, ist die Konformität. Konformität mit den Denkgewohnheiten, mit dem, was selbstverständlich das Problem ist. Und ich will Ihnen das sozusagen, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was der Inhalt dieser Konformität ist, wo sozusagen die Inhalte stecken. Ich will nur zunächst das an einem ganz anderen Beispiel nochmal deutlich machen, an dem man sehen kann, also für uns, die wir im Schulfeld arbeiten, ein fremdes Beispiel, an dem man sehen kann, dass auch da genau dieses Strukturmuster erkennbar ist. Es hat in Großbritannien sehr viele rassistische Übergriffe und auch Gewaltereignisse gegeben. Eins davon war die Ermordung des jungen Stephen Lawrence durch eine Gruppe von also Jugendliche, die sich die diesen Stephen Lawrence erschlagen haben, buchstäblich. Und der Fall wird deshalb behandelt oder ist deshalb historisch geworden, weil zunächst die Polizei diesen Fall einfach so erledigt hat. Es ist nie jemand bestraft worden für diese Tat, obwohl man die Täter kannte, obwohl man wusste, was geschehen war. Und es hat 10 Jahre ungefähr gedauert, bis die Eltern dieses ermordeten Stephen Lawrence
eine Untersuchung veranlassen konnten. Das ist dann in England immer irgendein Lord, das war in diesem Fall Sir William MacPherson, der diese Untersuchung geführt hat und der zu einem beeindruckenden, und die haben einen Report dann vorgelegt, und in diesem Report kommen sie zu einem beeindruckenden Ergebnis und einer beeindruckenden Definition, die nochmal deutlich macht, was ich meine, wenn ich von institutionalisiertem Denken rede. Hier geht es also um die Definition des Konzepts of Institutional Racism. Das ist in dem Fall naheliegend, weil der Ermordete ein Schwarzer war und die Täter weiß. Und hier heißt es jetzt, es geht um ein kollektives Versagen einer Organisation, eine angemessene Dienstleistung und einen professionellen Service zu bieten. Und zwar für die Leute, die in dem Fall hier als Colored Culture oder Ethnic Origin, also von Differenzen, die sozusagen den Normalitätserwartungen der Organisation nicht entsprechen. Es kann in den Prozessen entdeckt werden, in den Haltungen und im Verhalten, die dann sich zu Diskriminierung kumulieren, aufsummieren. Also kleine Einzelhandlungen, die zunächst mal als solche unscheinbar und überhaupt nicht erkennbar sind als Diskriminierung, die kumulieren sich zu Diskriminierung auf. Und dazu gehören dann eben auch ungesehene Vorurteile, Ignoranz, Gedankenlosigkeit, aber eben auch Stereotyping und so weiter. Diese Definition scheint mir übertragbar, es scheint mir möglich, das zu übertragen, auch auf die Schulsituation, und zwar über diesen ganz unscheinbaren Begriff der unangemessenen unangemessenen Dienstleistung, so muss man genau übersetzen, professional, unprofessioneller oder unangemessene Dienstleistung. Und das heißt, unangemessene Dienstleistung für bestimmte Gruppen, in dem Fall waren es die, sind es die, für, aus der Sicht der Polizei, die Schwarzen, und wir sehen das ja im Augenblick, wie aktuell und wie akut dieses Thema ist an den Ereignissen in den USA, wo es das ja bald wöchentlich mittlerweile gibt. Eine unangemessene Dienstleistung, das kann man sich jetzt gut übertragen auf alle anderen Organisationen. Stellen sich Krankenhäuser vor, die mit bestimmten Gruppen der Klientel nicht angemessen umgehen, weil sie zum Beispiel die Sprache nicht verstehen, weil sie nicht Übersetzungspersonal bereithalten, weil sie nicht eingehen können auf Besonderheiten, die einzelne Klientengruppen mitbringen. Und das Gleiche ist eben, gilt auch für die Schule. Auch in der Schule ist die Frage ganz einfach zu stellen, liefern wir eine angemessene Dienstleistung für die Klientengruppen, mit denen wir es zu tun haben. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir sagen, diese Klientengruppen gehören hier nicht hin, sondern wir haben diese Klienten und wir müssen mit diesen Klienten umgehen. Und nun noch einen Schritt weiter, noch immer in der MacPherson-Kommission und ihrem Definitionsversuchen. Das gelb gedruckte, es ist dieses unangemessene oder diese Failure of the Organization, also das Versagen der Organisation, ist Teil des Ethos oder der Kultur der Organisation. Und die haben heute Morgen hier ein wunderbares Beispiel geliefert, wie sozusagen an der Organisationskultur gearbeitet wird und gearbeitet werden kann. Und wir haben hier sozusagen einen weiteren Aspekt, das ist jedenfalls mein Versuch, das hier heute einzubringen, zu sagen, ja, auch was die Frage der Ungleichbehandlung und der ungleichen Bildungserfolge angeht, müssen wir unseren Blick richten auf das Ethos oder auf die Kultur der Organisation und müssen uns versuchen, damit zu konfrontieren, dass die Effekte, die wir statistisch nicht leugnen können,
erklärt werden müssen und dass sie nicht wegerklärt werden können, einfach indem man immer nur sagt, das ist Selbstselektion, sondern dass man anfangen muss zu überlegen, was tun wir selber, was haben wir selber für einen Anteil daran und wie weit sind wir sozusagen selbst Teil dieses Geschehens und dieser Abläufe. Wir haben in unserer Untersuchung unterschieden Effekte und Mechanismen und haben diese Effekte als die Statistik genutzt, also einfach schulspezifisch oder schuldistriktspezifisch oder gemeindespezifisch diese Effekte zunächst mal über einen längeren Zeitraum beobachtet. Da kommt man zum Beispiel auf sehr interessante Beobachtungen. Zum Beispiel verändern sich diese Beteiligungsquoten in Übergangsquoten, Sitzenbleiberquoten, Abstufungsquoten, wenn sich die demografischen Rahmenbedingungen ändern. Also wir haben ganz eindeutige Zusammenhänge festgestellt zwischen demografisch bedingtem Rückgang der Schülerzahlen, es werden auf einmal weniger Schüler, die für die Grundschulen und für die, sozusagen den Erhalt der Grundschulen und ihrer Größe verfügbar sind. Und in dem Moment, wo zu wenig, damals wie gesagt noch in der Terminologie deutsche versus ausländische Kinder, wo zu wenig deutsche Kinder da waren, wurden auf einmal keine ausländischen Kinder mehr auf Sonderschulen überwiesen. Weil die Schulen haben angefangen, die Kinder zu halten, weil sie sonst möglicherweise um eine Klasse reduziert oder gar geschlossen worden wäre. Also da sieht man, man kann auch anders, wenn sozusagen aus der Sicht der Organisation es Gründe dafür gibt. Also die Organisation hat ja immer ein Interesse daran, sich selbst zu erhalten. Naja, also ganz, ganz real, wenn eine Schule, das wissen Sie besser als ich, wenn eine Schule dreizügig ist, dann will sie nicht irgendwann nur noch zweizügig sein. Und wenn ein Gymnasium so und so viele Züge hat, auch in der Oberstufe, dann will sie das nicht verlieren. Das hat ja auch sogar besoldungsrechtliche Konsequenzen. Und solche Beobachtungen haben wir dann also sehr viel gemacht. Wir haben festgestellt, das Gleiche bezogen auf Gymnasien. Auf einmal waren Gymnasien bereit, die bisher strikt sich geweigert haben, Kinder mit, also damals wie gesagt ausländische Kinder, war die offizielle Terminologie der Statistik auch noch, aufzunehmen, obwohl die möglicherweise auch damals schon keine Ausländer mehr waren. Dann gab es demografischen Rückgang. Gymnasien standen vor der Schließung und siehe da, sie haben nicht nur diese Kinder aufgenommen, sondern sie haben sie auch zum Erfolg geführt. Das ist also auch dann irgendwie das, was man dann sieht. Gut, also solche Effekte führen dann, die einfach auch damit zusammenhängen, dass sich die Rahmenbedingungen des eigenen Entscheidungsverhaltens geändert haben, führen dann dazu, dass entsprechend die Entscheidungen in den Organisationen anders fallen. Das heißt, es ist möglich und man muss sich sozusagen nur selber darüber im Klaren sein. Die Mechanismen sind dann im Einzelnen zu untersuchen und das habe ich eben schon angedeutet, das kann man dann an jeder dieser Entscheidungsstellen, an denen im Laufe einer Schulbiografie, einer Schülerbiografie solche Entscheidungen getroffen werden müssen, kann man das nachvollziehen. Also es gibt bei der Einschulung zum Beispiel die Pointe, dass Schulen, in Deutschland ist es so, dass nicht alle Grundschulen Klassen, sogenannte Vorbereitungsklassen für Kinder haben, die man als noch nicht schulfähig klassifiziert hat, obwohl sie schulpflichtig wären vom Alter her. Die kommen dann in eine solche Vorklasse und da hat man festgestellt, und das gilt, also galt später, habe ich es nochmal in Frankfurt untersucht, da gab es eine Dissertation, wo wir das nochmal genau gezeigt haben,
Schulen, die eine solche Vorklasse haben, haben auch die entsprechenden Schüler. Also da werden die dann einklassifiziert. Und Schulen, die das nicht haben, haben diese Schüler nicht. So einfach ist das. Also, weil die Schule, die eine solche Klasse hat und dafür auch eine Lehrperson zugeteilt bekommen hat, die will ja diese Klasse nicht verlieren und diese Lehrperson auch nicht. Also wird es bei der Einschulung und das heißt bei der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden über die Aufnahme von Kindern, wird das immer schon im Lichte der Möglichkeiten und im Lichte der Notwendigkeiten der Organisation gemacht, und zwar der einzelnen Organisation. Also auf einmal gibt es in den Schulen, und wir haben dann noch festgestellt, das ist eine weitere Pointe, dass man eigentlich vom sozialen Umfeld, vom sozialen Wohnumfeld her denken würde, es hätte in bestimmten Schulen viel mehr geben müssen, da gab es aber keine Klassen, also gab es auch keine Kinder. Also daran sieht man, die Klassifikation hat nicht nur, ich sage es jetzt mal vorsichtig, hat nicht nur etwas mit den Eigenschaften der Kinder zu tun, sondern sie entsteht im Auge derjenigen, die diese Entscheidung treffen können und treffen müssen, und führt dann eben zu entsprechenden Effekten. Das Gleiche bei Versetzungsentscheidungen. Wenn es um Versetzung geht und man weiß, im nächsten Jahrgang die eine Klasse, da würde der Teiler überschritten und man müsste eine neue Klasse bilden, dann wird man sich überlegen, kann man ihn nicht doch noch vielleicht sitzen lassen oder in eine andere Klasse. Und also lauter solche organisatorische Rationalität spielt eine Rolle und wird dann in einer bestimmten Weise begründet. Überweisungen auf Sonderschulen für Lernbehinderte habe ich schon erwähnt. Das ist eine Kategorie, die ganz besondere Aufmerksamkeit erfordert, weil man da wirklich sehen kann, hier macht sich sozusagen die Grundannahme, die Grundhaltung einer Schule bemerkbar, die ich mal nennen würde. Jede Organisation hat an ihre Klientel, ob das wie gesagt Krankenhäuser sind, ob das die Polizei ist, ob das eben die Schule ist, Normalitätserwartungen. Wir haben sozusagen eine Vorstellung davon, was ein Normalschüler ist, eine Normalerwartung an den Schüler, was man von ihm erwarten darf und was nicht. Und wenn diese Normalerwartung nicht erfüllt wird, dann wird dieses Kind, dieser Patient, dieser Fall, den die Polizei zu behandeln hat, zum Problem. Also Problemkinder, das werden wir nachher noch erörtern, entstehen im Auge derjenigen, die damit ein Problem haben. Man muss ja einfach fragen, wer hat hier eigentlich das Problem? Und das Problem hat die Organisation, die ihre Erwartungen durchkreuzt sieht und die zumindest befürchtet, dass sie dann zusätzliche Schwierigkeiten und zusätzlichen Aufwand zu treiben hat, und die dann deswegen versucht, wenn sie das kann, und das kann sie in einem mehrgliedrigen Schulsystem, das Kind nach unten irgendwo hin wegzudelegieren und zu sagen, es ist nicht unser Problem, es ist euer Problem. Wir haben dann, ich will mich jetzt nicht zu weit in diesen Dingen ausbreiten, wir können das vielleicht in der Diskussion noch machen, wir haben dann, ja, das ist nochmal hier der Versuch zu definieren, was ein Effekt ist, nämlich eine Korrelation, und dass wir mit der Korrelation nicht weit kommen. Hier geht es jetzt um, wie gesagt, die Mechanismen, und ich habe Ihnen eben ein paar Beispiele schon genannt. Wie kommt man in diese Blackbox der Bildungseinrichtungen rein, um diese Bewertungs-, Selektions- und Allokationsentscheidungen wirklich beobachten und in ihrer Logik rekonstruieren zu können? Ich habe eine Dissertation, ist gerade fertiggestellt worden. Sie sehen hier, ist noch kein Titelbild vorhanden. Es ist im Erscheinen. Da hat ein Doktorand in der Schweiz, in dem Schweizer Kanton Fribourg, ein kleiner
halb deutschsprachig, halb französischsprachig, halb katholisch, halb protestantischer, also ganz interessanter Kanton, hat eine Untersuchung gemacht über das Überweisungsgeschehen von der Grundschule auf die Sekundarstufe 1. Und das findet in der Schweiz am Ende des sechsten Schuljahres statt. Und die Pointe und der, sozusagen der Vorteil, den er gegenüber unserer Bielefelder Untersuchung hatte, war, dass er bei diesen Entscheidungen entweder selbst dabei war, als teilnehmender Beobachter, oder dass die Entscheider, also die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulkonferenz und Schulleiter bei ihren Entscheidungen ein Tonband getragen haben und wir genaue Aufzeichnungen über das hatten, was zum Beispiel Lehrer besprechen. Das ist in dem Schweizer Verfahren vorgesehen, dass nicht nur die Noten entscheiden, dass nicht nur ein Test entscheidet, gibt verschiedene Elemente, die diese Übergangsentscheidung bestimmen, sondern dass zum Beispiel auch ein Gespräch zwischen den Lehrern und den Eltern geben muss, meist sogar in Anwesenheit des Kindes. Und gibt es dann Tonbandaufzeichnungen, wie die Lehrer sich vorbereiten auf das Gespräch. Also heute kommt die Familie X und ach ja, und der trägt einen Schlips, also der ist bestimmt gebildet und der hat bestimmt Ansprüche und da müssen wir aufpassen. Und also solche bis ins Detail gehende Überlegungen, wie muss man sich verhalten, sozial verhalten, wenn man mit einem bestimmten Gegenüber zu tun hat. Das ist zum Teil sehr interessant, vor allen Dingen auch, wenn man dann das anschließende Gespräch, das mit den Eltern geführt wird, hört, wie denn, also wir weiß, die haben sich so und so vorbereitet, jetzt sind die Eltern tatsächlich da, jetzt sieht man, wie sie versuchen, einem Elternpaar, von dem sie annehmen, dass es sozial nicht durchsetzungsfähig ist, plausibel zu machen, dass das Kind eben auf eine niedrigere Schulform überwiesen werden wird, während in einem anderen Fall sie als die Eltern auftreten und sagen, ja, wir wollen aber, dass unser Kind eine A-Empfehlung kriegt, dann sofort sozusagen zurückgehen und sagen, okay, dann werden wir uns bemühen. Und es gibt Mitschnitte von Zuteilungsgesprächen in der Schulleiterkonferenz, wo die abgebende Schule und die weiterführenden Schulen zusammensitzen und die Verteilung vornehmen. Und dann sagt der Schulleiter von der Sekundarschule, aber ich habe da noch zwei Plätze frei, habt ihr nicht noch jemanden, den wir da nehmen können? Und also da wird auch richtig verhandelt und gehandelt miteinander, sodass ich Ihnen nur empfehlen kann, diese Studie, wenn sie denn im Herbst jetzt erscheint, sich anzugucken, weil man da über das hinaus, was wir damals erforschen konnten, als wir die Leute nur nachträglich befragt haben, wie sie das erklären, haben wir jetzt sozusagen in vivo Gespräche, die unmittelbar verdeutlichen, was hier, wie diese Aushandlungsprozesse und diese Entscheidungsprozesse tatsächlich zustande kommen. Ich will noch ganz kurz auf eine weitere Studie eingehen, die im Rahmen der Europäischen Union gemacht worden ist. Ein Netzwerk von Sozialwissenschaftlern, die für die EU gutachterlich Stellung nehmen. Hier eine Studie zur Education und Migration. Und die kommen, das nur ganz kurz, zu dem Ergebnis, dass ich noch mal als Variation dessen ansehe, was wir eben über unzulängliche Dienstleistungen besprochen haben. Hier ist denied support discrimination, also unterlassene Hilfeleistung. Und da sagen die, das ist die bedeutsamste Form, um zu erklären, und das ist der Kern der gegenwärtigen Diskriminierungsereignisse, dass sozusagen Kinder, die eine bestimmte Unterstützung brauchen, um erfolgreich sein zu können, die nicht bekommen. Und das Denied Support kann man dann wirklich als unterlassene Hilfeleistung beschreiben, weil eben nicht im Hintergrund stehen kann, es gibt Kinder, die sind eben nicht geeignet
und die werden auch entsprechend eben behandelt, sondern es gibt Kinder, die brauchen mehr und anderes als andere Kinder, wenn man sie zu einem bestimmten Erfolg bringen will. Und die ökonomische Notwendigkeit ist mittlerweile so glasklar, dass die Abnehmer in der Wirtschaft oder in der Verwaltung oder wo immer sie, was immer sie nehmen wollen, mittlerweile wissen, dass wir ein bestimmtes Niveau an Qualifikation erreichen müssen und dass dieses eine Investition sein kann, die eben für manche Kinder mehr erfordert als für andere. Und wenn das Prinzip allen das Gleiche angewendet wird, dann haben wir eben genau diese Situation einer Denied Support Discrimination, in dem Sinne, dass einzelne Kinder benachteiligt bzw. diskriminiert werden. Wenn man Effekte und Mechanismen beschrieben hat, dann kommt man noch zu einer weiteren Unterscheidung, die ebenso wichtig ist. Man sieht nämlich, dass Entscheidungen getroffen werden und anschließend erst kommt es zu sowas wie Sense-Making. Also es gibt in der Pädagogik die berühmte Szene, ich weiß jetzt gar nicht, es gibt eine Ohrfeige. Die Ohrfeige ist eine Affekthandlung. Und wenn nachher jemand hergeht und pädagogisch begründet, warum diese Ohrfeige sinnvoll gewesen ist, dann ist das ein nachträgliches Sense-Making. Und wir haben sozusagen immer, aber sehr häufig, gerade in Organisationen und gerade im laufenden Geschehen, auch des Unterrichts oder haben wir dauernd Dinge, die haben wir einfach entschieden, die sind schon passiert. Und dann gibt es manchmal, nicht immer, manchmal die Notwendigkeit, nachträglich Sinn zuzuweisen und der Sache sozusagen einen Rahmen zu geben. Und wir haben das sehr ausführlich untersucht, weil das nun wiederum zurückführt, und damit komme ich auch zum Ende meines Vortrages, zurückführt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, diese Ethos und die Kultur einer Organisation. Das Sense-Making beruft sich immer genau darauf, was im Raum steht, und zwar sowohl im schulischen wie im öffentlichen Raum. Dass wir heute eine öffentliche Debatte haben, in der Kinder mit Migrationshintergrund zum geflügelten Wort sozusagen, jeder weiß, Kinder mit Hintergrund, ohne Hintergrund, ist eine semantische Festlegung, die von vornherein diesen Hintergrund als ein Ursachenbündel behandelt für mögliche statistische Auffälligkeiten. Das ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir das als Begründung für vorgefundene statistische Differenzen etwa in der Beteiligung finden, dass wir nur noch mal sagen können, das genau ist jetzt das Problem, das ich mit einem englischen Wort Epistemic Community nenne, eine Denkgemeinschaft, die sich in der Diskussion über drei Funktionssysteme, nämlich die Politik, die Medien und die Wissenschaft spannt. Also wir haben sozusagen, ich habe angefangen mit 80% ist ein bestimmter Forschungstyp. Wenn dieser Forschungstyp sozusagen von Seiten der Politik durch Drittmittelförderung unterstützt wird, dann ist das wechselseitig zirkulär. Und wenn die Medien dann noch sich da drauf spannen und das sozusagen täglich wiederholen, dann haben wir sozusagen eine, über diese drei Funktionssysteme, die eigentlich sich gegenseitig kritisieren und korrigieren sollten. Also die Wissenschaft war früher mal eine Einrichtung, vor der sich die Politik zu rechtfertigen hatte. Heute ist es umgekehrt. Heute muss die Wissenschaft sich vor der Politik rechtfertigen, wenn sie Geld haben will. Und die Medien hatten eigentlich mal die Funktion zu beobachten, was da ist, aber sie wiederholen im Grunde das, was sie für plausibel halten. Und wir haben untersucht eine weitere Dissertation, die ich jetzt leider hier nicht noch als
Titel habe, weil sie noch gar nicht erschienen ist. Die beschäftigt sich genau mit dem Phänomen der Medialisierung, also der medialen Aufbereitung dieses Themas, mit dem wir es hier der Kinder mit Migrationshintergrund. Und wenn man sieht, die Presse, das Fernsehen, alle die öffentlichen Medien benutzen immer genau die gleichen, immer wieder zirkulär eingeführten Erklärungen, die über Wissenschaft, Politik sozusagen sich aufschaukeln. Und deswegen habe ich dann auch diesen bösen Begriff der Embedded Journalists benutzt, also Journalisten, die ganz eingebettet, so wie die Militärberichterstatter im Irakkrieg. Und das Gleiche gilt für organische Experten. Also es gibt jetzt das Wort von den organischen Intellektuellen. Und wir haben organische Experten in dem Sinne, als die Expertise von vornherein so angelegt ist, dass sie der Politik nicht zusätzliche Probleme aufbürdet, sondern sich dienstbar macht im Sinne von, wir lösen eure Probleme und dafür kriegen wir euer Geld. Ja, meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss. Was denke ich, was Sie aus diesen Überlegungen vielleicht aufgreifen könnten, ist wirklich die Frage, wie kann man mit diesem Phänomen, im Effekt entsteht Ungleichheit, ohne dass diese Effekte individuell zuzurechnen wären. Wie kann man damit umgehen? Und meine Vorstellung ist die, zu sagen, ja, man muss sich mit genau diesen Effekten selbst konfrontieren. Die Schulen müssen und sollten sich ihre Statistiken, das heißt also die Folgen ihrer Entscheidungen, angucken. Und man sollte dann versuchen zu überlegen, kann man an diesen Effekten, wenn sie denn unerwünscht sind, also wenn man sagt, diese Ungleichheit wollen wir eigentlich nicht haben, dann kann man sich fragen, wie kann man Abhilfe schaffen. Und das wird notwendig dazu führen, dass man sich mit den Mechanismen auseinandersetzt, die in der eigenen Organisation eine Rolle spielen und die eigenen Entscheidungen betreffen. Und insofern bin ich am Ausgangspunkt dieser Überlegung, das Umdenken in Organisationen fängt nicht nur im Individuellen an, sondern es fängt sozusagen im institutionellen Denkgefüge an, das in einer Organisation als approbiertes Wissen gilt. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.